Schreibt gerne mal die genaue Zahl von diesem Einkauf in die Beschreibung und der, der genau tippt, der bekommt einen 50 Euro Amazon-Gutschein von uns. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Anna steht diesmal hinter der Kamera und ich stehe vor der Kamera. Und viele haben sich gewünscht, dass wir einfach mal zeigen, was wir so einkaufen, was wir vielleicht auch so im Monat ausgeben für unser Essen. Und ja, ich würde sagen, wir haben ja alles einmal mal grob aufgelistet, was wir eigentlich so immer da haben. Also manche Sachen haben wir mal mehr, mal weniger da, aber so grob, was wir einfach täglich oder wöchentlich oder monatlich konsumieren und was bei uns relativ so gut wie es geht nicht fehlen darf. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in Obst, Gemüse, Sachen, in Kohlenhydrate, in so ein bisschen Fetten oder in so, naja, soßenmäßig was und in Eiweiß. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt mal Step by Step und erklären euch noch ein bisschen, warum wir die ganzen Lebensmittel so ausgewählt haben. Und auch, wie ihr ordentlich sparen könnt. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Obstabteilung und der Gemüseabteilung. Bei Obst wählen wir eigentlich immer ganz klassisch Äpfel, also weil Äpfel ist für uns irgendwie das Schmackvollste, da weiß nicht, das nimmt man einfach, man kann reinbeißen, man muss es nicht schälen, es schmeckt gut, es ist knackig, es ist frisch. Wir kühlen übrigens immer unser Obst, weil wir es kalt am liebsten mögen, muss man nicht machen. Also Äpfel haben wir immer da, wirklich immer. Das ist eigentlich das einzige Obst, was wir wirklich jeden Tag eigentlich essen. Bananen haben wir auch ab und zu da, die benutzen wir aber eher zum Backen, um zum Beispiel Brownies zu machen oder so. Oder Haferkekse, aber eigentlich haben wir meistens eigentlich fast nur Äpfel da oder Mandarinen oder so, aber eigentlich wirklich meistens nur Äpfel, weil wir auch noch Tiefkühlobst haben, was wir da über unseren Quark machen. Jetzt haben wir zum Beispiel Tiefkühlmango, aber wir haben auch oft Tiefkühlbeeren da. Die machen wir dann meistens, essen wir eigentlich täglich einen Quark, deswegen machen wir die meistens dann darüber. Deswegen essen wir meistens quasi dann Apfel und halt noch ein paar Früchte über den Quark. Mango, Beeren, Erdbeeren, was auch immer, was halt gerade da ist. Und genau, das ist so das Obst, was wir am Tag oder was wir so essen. Dann kommen wir zum Gemüse. Also wir haben frisches Gemüse, wir haben Dosengemüse und Tiefkühlgemüse. Da variieren wir eigentlich immer. Was wir eigentlich immer da an frischem Gemüse sind Möhren. Ihr wisst Bescheid, Leute, Möhren ist einfach, ist the way to go. Möhren sind auch sehr günstig. Ich würde sagen, das ist eines der günstigsten Gemüsesorten, die ihr kaufen könnt. Keine Ahnung, das Kilo, ein Euro oder so. Deswegen können wir es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und es ist natürlich auch sehr, sehr gesund. Genauso wie Brokkoli. Brokkoli müsst ihr mal schauen, ist auch ab und zu wirklich sehr günstig. Davon haben wir auch öfter mal einfach frischen Brokkoli da, weil es schmeckt gut. Man kann natürlich auch Tiefkühlbrokkoli nehmen, ist wahrscheinlich sogar gesünder. Aber wir haben jetzt mal den frischen, aber es variiert, wie gesagt, auch mal. Jetzt haben wir auch Eisbergsalat da, weil wir auch neuerdings auf dem Trip sind, uns mal einen Salat zu machen. Oder später werdet ihr sehen, für Sommerrollen. Ist einfach eine gute Füllung, kann man eigentlich Salat zu allem machen oder mal aufs Brot. Das ist dazu, also das ist richtig, richtig gut. Im Sommer übrigens oder im Frühling oder nee, eigentlich eher im Sommer haben wir dann noch eigenes Gemüse angepflanzt. Zucchini, Gurke, Paprika, Tomaten vor allem. Da ist dann unsere Auswahl nochmal größer, aber das kaufen wir dann nicht, das haben wir dann im Garten. Ansonsten kommen wir zu den Konserven. Da haben wir meistens so Mais da oder Bohnen oder Kichererbsen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt die Eigenmarkenprodukte nehmt, könnt ihr auch sparen im Gegensatz zu den Markenprodukten. Ihr müsst schauen immer, wie euch der Geschmack was ausmacht. Es ist eigentlich selten, dass wir die Markenprodukte kaufen, weil sie uns besser schmecken. Weil meistens, wir sind jetzt nicht so die Feinschmecker, deswegen merken wir da jetzt keinen Unterschied. Aber es gibt ja welche, die da einen Unterschied merken. Aber deswegen haben wir die jetzt von Jahr genommen, die Dinger. Oft haben solche Konserven auch sehr viel Salz. Also, dass ihr da vielleicht jetzt nicht täglich 5 Dosen konsumiert. Guter Letzt das Tiefkühlgemüse. Wir können euch sehr empfehlen, einfach alles in Tiefgekühlt zu kaufen, weil es ist mindestens genauso gesund, wenn nicht sogar gesünder, weil es ja wirklich direkt in die
Tiefkühltüte kommt. Wir haben ja einmal Blumenkohl, dann haben wir noch Erbsen- und Möhrengemüse. Das haben wir eigentlich auch immer da. Und, Leute, beste Leben, diese Wokpfanne. Da sind einfach 10 oder 11 verschiedene, 10 verschiedene Gemüsesorten drin. Und das Geile ist, das Ganze ist auch noch nicht gewürzt. Das heißt, ich würde es selber würzen. Und ja, beste Leben, Leute. 10 verschiedene Gemüsesorten. Besser kann man noch gar nicht sein Gemüse decken, indem man diese Varianz hat, um auch verschiedene Vitamingehalte zu decken. Also wirklich mega, können wir sehr, sehr empfehlen. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Videos noch darauf eingehen, wie viel wir in der Woche bzw. im Monat circa für Lebensmittel ausgeben. So Leute, jetzt übernehme ich das weitere Video. Und zwar kommen wir jetzt zu den Kohlenhydraten. Und Leute, wer hätte es gedacht, an erster Stelle, ganz wichtig, Kartoffeln. Also Leute, wir haben so viele Kartoffeln zu Hause, dass es nur ein Sack. Wir haben bestimmt noch 3 weitere Säcke zu Hause. Obwohl wir sagen müssen, wir haben jetzt ein bisschen mehr, weil wir jetzt bald unseren Geburtstag feiern. Da gibt es natürlich auch etwas mit Kartoffeln. Dementsprechend, Kartoffeln, die sind vor allem schön groß. Das passt, weil wir haben richtig geile Sachen vor zu unserem Geburtstag. Dazu kommt übrigens auch ein extra Video. Aber Leute, Kartoffeln ist die perfekte Kohlenhydratquelle. Es ist nicht nur von allen Lebensmitteln das mit Abstand sättigendste Lebensmittel, sondern es schmeckt einfach. Es ist vielfältig, zumindest für uns. Also wir lieben es total. Und Leute, wenn ihr in der Diät seid zum Beispiel, esst keine Nudeln, esst keinen Reis, esst einfach Kartoffeln. Die machen dich so satt und wir lieben einfach den Geschmack. Also Reis und Nudeln sind zwar auch ganz gut, aber Leute, an Kartoffeln, da kommt irgendwie nichts ran. Aber wir haben trotzdem natürlich Reis da. Ab und zu machen wir mal Reis. Maria macht das öfter mal Reis. Oder Penne, da nehmen wir meistens immer Vollkornnudeln. Wenn man es machen kann, dann würde ich immer raten, nehmt lieber Vollkornnudeln. Die sättigen dich auch ein bisschen mehr als die Weizennudeln. Und haben halt Vollkorn enthalten. Was wir auch immer da haben, sind sowas wie Reiswaffeln oder Knäckebrot oder sowas wie hier, so Knusperbrot, leicht und kross. Das ist richtig lecker, da belegen wir uns irgendwie Belag drauf, Pute oder so. Da kommen wir später noch dazu. Genauso haben wir aber auch Brot immer da. Das haben wir jetzt hier nur gerade nicht aufgetischt. Das ist im Tiefkühlfach, weil wir das meistens immer direkt einfrieren. Oder wir backen Brot auch manchmal gerne selber, wie zum Beispiel morgen. Da haben wir dann einfach Roggenmehl oder so da. Aber das ist wirklich sehr geil. Oder einfach mal so zu einer Bowl mit dazu, was Knackiges. Das lieben wir. Dann haben wir einmal Wraps und Reispapier. Also mit dem Reispapier macht man Sommerrollen. Also das ist so geil. Einfach nur, das ist auch hinten ganz gut beschrieben. Da macht man einfach Salat rein, Paprika, den gewünschten Belag, Pute, Fleisch, wie auch immer. Das rollt man dann ein und hat dann wirklich selbstgemachte Sommerrollen. Das geht super einfach. Also wir können es ja empfehlen, es kostet auch nicht viel. Und in die Wraps, ja, oder ihr wisst, wie man Wraps belegt. Wir lieben das. Irgendwelche Wraps, jetzt sind diese Weizen-Wraps. Gerne nehmen wir auch Vollkorn-Wraps, aber die gab es jetzt nicht. Oder eben Protein-Wraps, das gibt es auch. By the way, ist der ganze Einkauf hier von Rewe. Maria hat vorhin noch vergessen zu sagen, bei dem Gemüse passierte Tomaten. Also ich würde es jetzt nicht als Gemüse zählen. Es enthält zwar Tomaten, aber passierte Tomaten kann man immer super einfach als Soße machen, wenn man Bolognese macht oder einfach so eine Tomatensuppe oder irgendwas. Also passierte Tomaten kann man immer da haben. Damit kann man immer was anfangen. Und es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative oder eine gesündere als irgendeine sahnige Soße. Und Leute, ganz wichtig für uns, Haferflocken. Wir nutzen zwar immer diese Instant Oats hier von MyProtein, aber manchmal nutzen wir auch Haferflocken oder brauchen die auch einfach mal so für ein Rezept. Wir wollen jetzt zum Beispiel morgen Haferkekse backen. Da braucht man einfach nur Bananen und Haferflocken. Und ja, die kann man immer da haben. Und da legen wir auch überhaupt gar keinen Wert darauf, ob die jetzt von Köln sind oder von der Marke. Ja, wir schmecken überhaupt gar keinen Unterschied. Deswegen zahlen wir nicht das Doppelte oder das Dreifache für die Marke. Dementsprechend gibt es sie einfach von ja. By the way, Leute, Haferflocken sind wirklich super günstig. Also wenn ihr noch nie Haferflocken gegessen habt oder nicht so auf dem Trip seid, versucht es mal aus mit verschiedenen Varianten. Da kann man viel machen, weil wenn man einmal auf dem Haferflockentrip ist, dann kann man auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Und es hat super Nährwerte, es ist sehr ballaststoffreich, es ist der perfekte Start eigentlich in den Tag. Top. Und Leute, natürlich darf auch Schokolade nicht fehlen. Wir machen Schokolade immer
über unser Porridge eigentlich jeden Tag. Deswegen haben wir auch immer Schokolade da. Wir haben auch noch sehr viel von Weihnachten da. Aber wir nehmen einfach immer irgendwelche Schokolade und variieren da auch. Heute haben wir Alpenmilch. Aber heute nehmen wir jede eine Tafel Alpenmilch-Schokolade. Das klingt so. Nee, wir machen immer so ein, zwei, drei Stücke drauf oder so. Und das reicht uns auch. Wir essen die manchmal auch pur, aber eigentlich selten. Meistens lassen wir die über unser Porridge schmelzen. Das ist super geil. Und da variieren wir zwischen Marken, zwischen Geschmäckern, alles drumherum. Da schauen wir auch nicht unbedingt immer aufs Geld. Um ehrlich zu sein, bekommt man auch viel Schokolade geschenkt. Und meistens reicht die Weihnachts- und Geburtstagsschokolade übers ganze Jahr aus. Weil unser Geburtstag ist im Januar, also wir haben übermorgen Geburtstag. Also wenn ihr das Video seht, hatten wir schon Geburtstag. Und Weihnachten war ja auch erst, dementsprechend kommt immer sehr viel Schokolade zusammen, weshalb wir eigentlich selten Schokolade kaufen müssen. Die hatten wir jetzt zum Beispiel auch noch da. Aber wenn man nicht immer Schokolade essen möchte oder so, dann greifen wir eher zum Proteinriegel. Die haben wir jetzt nicht bei Rewe eingekauft, die müsst ihr leider online bestellen, aber das könnt ihr gerne machen. Und zwar nutzen wir immer die Proteinriegel von MyProtein. Damit bekommt ihr aktuell richtig heftige Rabatte mit dem Code TWINS. Nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr uns auch mit unterstützen und gebt den Code TWINS ein. Und dann bekommt ihr den maximalen Rabatt. Und die haben nicht nur Proteinriegel, sondern auch unsere Instant Oats, unsere Supplemente, unsere Greens, Erdnussbutter, alles Mögliche. Und weshalb wir auch einiges sparen, wenn wir immer dort bestellen über unseren Code. Das spart nicht nur eine Menge Geld, sondern man muss auch weniger beim Einkauf schleppen. So, dann kommen wir kurz zu den Fetten. Also bei den Fetten machen wir es eigentlich meistens so, da nutzen wir meistens die Erdnussbutter von MyProtein oder wir nutzen Mandeln. Also wir haben jetzt keine Mandeln gekauft, weil wir noch welche da haben. Mandeln, Nüsse, Cashewkerne, Cashewnüsse, Erdnüsse, alles Mögliche. Das nutzen wir meistens immer als Fettquelle, das ist einfach super gesund. Je nachdem, welche Nüsse man kauft, unterscheidet sich das von den Preisen. Wir sind halt ein Fan von Erdnussbutter, das gibt es bei MyProtein super günstig. Und das holen wir immer dort. Aber natürlich nutzen wir auch mittlerweile Öl. Das war ja früher ein sehr großes Fearfood von uns. Aber wir bauen das jetzt immer ein. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Erdnussöl. Wir nutzen aber auch Olivenöl, Rapsöl, Kokosöl. Das ist uns eigentlich relativ egal. Hauptsache irgendein Öl. Und genau, aber das nutzen wir jetzt nicht super, super oft oder super viel. Wir nutzen dann doch eher mehr Erdnussbutter oder ähnliches. Zu den Soßen, da haben wir entweder Light-Soßen. Da nutzen wir die von Hello Taste. Oder wir nutzen Sojasauce, damit kann man auch viel machen, viele Rezepte. Oder auch als Dip mit Erdnussbutter für die Sommerrollen. Senf, ganz wichtig, da haben wir jetzt nur den gefunden. Sonst nehmen wir immer Bautzner-Senf, aber ist eigentlich relativ egal. Einfach irgendeinen mittelscharfen Senf. Ich bin aktuell so auf dem Senftrip, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist heftig. Und wir haben auch immer mal eine Kokosmilch da, damit kann man einen Curry machen oder irgendeine leckere Soße oder irgendwas. Ich glaube, das kann man auch sehr gut mal herzhaft für irgendwas verwenden. Aber das können wir sehr empfehlen. Dann nehmen wir auch immer die fettreduzierte Variante. Und wir nutzen auch gerne mal Creme fein. Einfach um irgendwelche Sahnesoßen zu machen, die aber ein bisschen fettärmer sind. Creme fein ist ja echt super, ist auch günstig und können wir sehr, sehr empfehlen. Wir sind sehr gespannt, weil wir haben jetzt auch so ein bisschen mehr da. Wie gesagt, weil wir bereiten viel für unseren Geburtstag vor. Unser Kühlschrank ist nicht immer so voll. Oft ziemlich bescheiden und ziemlich, ja, übersichtlich, aber jetzt haben wir mal ein bisschen mehr da. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Eiweißquellen. Eigentlich so das wichtigste und auch der größte Teil unseres wöchentlichen oder monatlichen Einkaufs. Also ich würde sagen, ganz klassisch einfach Hähnchen. Wirklich, Hähnchen ist einfach mit die beste Eiweißquelle, allgemein Fleisch. Rind, Schwein, je nachdem, was ihr wollt. Wir nehmen meistens Hähnchen. Können wir wirklich sehr empfehlen, kann man anbraten. Ihr wisst, wozu man Hähnchen nutzt. Einfach eine geile Sache. Aber wir essen trotzdem nicht jede Woche Fleisch oder Hähnchen. Wir variieren auch mal mit Sojaprodukten oder veganen Produkten, also Fleischersatzprodukten. Damit kommen wir auch sehr gut klar und das schmeckt auch sehr gut. Also ja, Fleisch vielleicht einmal die Woche. Dann Milch. Also die Milch zum Beispiel nehmen wir einfach, trinken wir manchmal einfach so. Nachdem wir was Schokoladisches gegessen haben. Oder wir essen Cornflakes, dann brauchen wir halt Milch. Ansonsten mal, nehmen wir auch mal Hafermilch. Je nachdem, wie wir gerade Bock haben. Aber meistens haben wir eigentlich immer eine normale Milch da. Rote Linsen. Leute, schaut euch mal die Nährwerte an. Einfach auf 100 Gramm, 25 Gramm Eiweiß.
und das ist wirklich richtig gut. Also Linsen allgemein schmecken uns auch sehr gut. Damit kann man Linseneintopf machen oder das als Base nehmen für so eine Bowl oder so. Es gibt ja auch Linsennudeln. Wir haben jetzt rote Linsen genommen, aber ihr könnt auch rote Linsennudeln nehmen oder andere Sachen mit roten Linsen, weil die haben wirklich sehr viel Eiweiß. Und die sind, glaube ich, sogar gar nicht mal so viel teurer oder sogar gar nicht. Und man muss ja überlegen, das geht ja auch auf und so. Also das ist ja wie eine Kohlenhydratquelle auch irgendwo zusätzlich. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Dann, Leute, ganz viel Aufschnitt. Also wir haben meistens immer Pute und Käse da. Jetzt haben wir auch mal Salami da. Also wir haben hier Salami. Wir haben hier übrigens Geflügelsalami. Dann haben wir Hähnchen, also einfach Pute und Lachsschinken. Den haben wir eigentlich meistens da. Und ganz normal einen Käseaufschnitt. Wir haben auch mal, ich sag mal, so Gouda am Stück da oder was halt gerade so. Wir variieren da eigentlich immer ziemlich, weil ab und zu wollen wir halt auch Brot essen oder auf Maiswaffeln oder so. Ja, wie gesagt, da variieren wir einfach immer mit dem Aufschnitt, aber grundsätzlich haben wir eigentlich meistens immer Pute und Käse da. Wir haben Käse auch noch in der Variante vom Streuselkäse da, also quasi Reibekäse. Das nehmen wir nämlich super gerne, um einfach was zu überbacken oder einfach über unser Essen so ein bisschen Käse zu machen. Das schmeckt einfach so geil und generell alles, was überbacken ist, Leute. So Toast mit Hähnchen und oder mit Pute oder sowas und mit Käse, Leute, überbacken. Dazu Ketchup, beste Leben. Wie nennt man das bei euch? Ich glaube, viele da sagen das zu Kali oder so. Kali? Das haben wir früher auch, glaube ich, so genannt. Einfach überbackenes Toast. Beste Leben. Ganz klassisch, eigentlich die klassischste Eiweißquelle, einfach Eier. Da wirklich, wir kochen die manchmal hart, kochen wir uns aber manchmal auch vor, dann können wir sie schneller dann einfach nehmen. Oder Spiegelei, Rührei oder damit backen. Also Eier geht wirklich immer. Wir nehmen auch manchmal Butter, aber wir nehmen auch oft Frischkäse. Manchmal nehmen wir den normalen fettigen und manchmal auch den körnigen Frischkäse oder einen fettarmen. Da variieren wir auch, je nachdem, wie wir uns gerade, was wir uns gerade denken. Genau, also hier habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Eiweiß und wenig Fett dabei. Hier habt ihr mehr Fett, mehr Kalorien und weniger Eiweiß. Schaut einfach, was euch der Geschmack wert ist. Der schmeckt natürlich so, so gut. Und der schmeckt natürlich nicht so fettig und nicht so sahnig, aber hat halt bessere Werte. Also müsst ihr selber entscheiden, was eure Priorität ist. Aber ja, wir haben beide da. Butter haben wir jetzt eher selten da. Trotzdem nutzen wir auch ab und zu Butter fürs Brot oder so. Aber manchmal auch einfach nur Frischkäse. Und Leute, wirklich das Main, der Main-Eiweißquelle bei uns ist Magerquark. Wir essen jeder bestimmt, eigentlich jeder meistens einen halben Magerquark am Tag, kann man sagen. Also so 250 Gramm sozusagen. Wir haben davon wirklich immer welche da, also 10 Stück oder so, weil sicher ist sicher und die sind halt einfach variierbar. Wir machen damit Cheesecake, wir machen die als Quarkbowl, wir, weiß ich nicht, machen damit Smoothie Bowls. Man kann damit alles machen, man kann auch einen herzhaften Dip dazu machen, einen herzhaften Quarkdip. Also Magerquark darf nicht fehlen. Hier auch einfach die günstige Variante, das reicht uns aus. Sie könnt auch von einer Marke nehmen oder so, aber ich glaube, beim Magerquark schmeckt man wirklich keinen Unterschied. Also maximal könnt ihr noch Bio nehmen oder so, wenn ihr wollt. Wir haben jetzt einfach die ganz normale Variante genommen und kommen damit sehr gut klar. Und wir haben auch immer noch Joghurt da. Joghurt hat jetzt an sich jetzt, hat das Eiweiß, hat jetzt, naja, gut 5 Gramm auf 100 Gramm, geht sogar. Hat jetzt nicht so viel Eiweiß, aber ist halt ein bisschen dünnflüssiger. Wir machen uns damit oft so Joghurt-Eis oder ja auch einfach mal, wenn man nur so ein bisschen, wenn man jetzt gar nicht mehr so aufs Eiweiß angewiesen ist und eher so was Dünneres haben will, dann auch mal Joghurt. Aber meistens ist es eigentlich der Magerquark. Und ja, das waren jetzt eigentlich so grob die Lebensmittel, die wir eigentlich immer da haben. Jetzt ganz unabhängig von unserem Proteinpulver oder so, aber jetzt was man im ganz normalen Laden kaufen kann. Im Monat geben wir ca. 150 bis 200 Euro aus für uns beide, also für zwei Personen. Schreibt gerne mal die genaue Zahl von diesem Einkauf, bis auf die Mandeln, die jetzt nicht extra gekauft wurden, in die Beschreibung. Und der, der genau tippt, wirklich genau, gut, sagen wir mal ein Euro darf Differenz sein, der bekommt einen 50 Euro Amazon-Gutschein von uns. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt. Ich würde sagen,
wir beenden das Video jetzt. Es ist alles gesagt. Also Leute, was habt ihr gedacht, wie viel Geld wir im Monat für Essen ausgeben? Wie gesagt, wir haben jetzt kein Proteinpulver dazu berechnet oder was wir jetzt mal so bekommen oder so. Wirklich, was wir an Lebensmitteln ausgeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt uns, wenn ihr mehr Gesundheits-, Fitness-Content sehen wollt, Twins-Content, unseren Alltag sehen wollt. Instagram, TikTok, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und